Hallo, in diesem Screencast möchte ich den kleinen Webserver Drupy vorstellen. Drupy hat nur eine Funktion, und zwar die Upload-Funktion. Eine Download-Funktion gibt es bei diesem kleinen Webserver nicht. Drupy findet man auf dieser Seite. Dort kann man sich das Skript herunterladen und dann starten, beziehungsweise sich die Erklärungen durchlesen. Drupy ist in Python geschrieben und steht unter der BSD-Lizenz. Ich habe mir das Skript schon heruntergeladen. Das heißt Drupy hier in meinem Home-Verzeichnis und das Skript ist als Programm ausführbar. Hier das Häkchen. Dann habe ich hier noch eine Bilddatei. Die kommt später noch zum Einsatz und einen Upload-Ordner, der leer ist momentan. Okay, mit Drupy ist es nun möglich, Dateien über das World Wide Web in dieses Upload-Verzeichnis hochzuladen. Und so geht man vor. Momentan bin ich im Home-Verzeichnis und von hier aus starte ich dann gleich im Terminal Drupy mit Punkt, Schrägstrich, Drupy, Leerzeichen, minus M. So kann man einen Begrüßungstext angeben. Ich gebe hier mal Hallo an. Okay, dann mit minus P kann man ein Hallo-Bild angeben sozusagen. Und hier nehme ich mal die Bilddatei video.png, die auch in meinem Home-Verzeichnis ist. Und am Ende gebe ich mit minus D das Upload-Verzeichnis an. Das ist hier Home-Verzeichnis Upload. Nicht vergessen, auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Und dann am Ende kann man noch eine Portnummer angeben. Die Standard-Portnummer ist hier 8000. Dann Enter und schon läuft der Server. Dann kann man eben übers Netz, übers World Wide Web, diesen Server erreichen. Da ich hier auf dem gleichen Rechner bin, kann ich hier Localhost nehmen, Localhost 8000. Und dann sieht man hier schon den Begrüßungstext und das Bild. Dann kann ich jetzt hier eine Datei hochladen ins Upload-Verzeichnis. Durchsuchen, eine Datei heraussuchen und dann öffnen. Und dann abschließend auf den Button Senden drücken. Und schon ist meine Datei im Verzeichnis Upload. Okay, ciao und viel Glück.